Alter, was geht ab, Leute? Hier? Ich habe von ein paar Taiwanesen ein Brook bekommen. Ein Brook ist deren Marke von, deren Version von Gacha. Ich habe nicht nur eins bekommen, ich habe sogar zwei bekommen. Denn eins habe ich extra gefordert für euch. Demnächst wird ein Gewinnspiel kommen. Ich weiß noch nicht, wie ich das verlosen werde. Aber eins habe ich schon mal ausgepackt. Das werde ich auch testen. Offensichtlich für das Video, weil umsonst bekomme ich das nicht. Ich muss die natürlich dann demnächst mal verlinken in dem Werbevideo und das hier mal testen. Problem ist, bisher habe ich es doch gar nicht zum Laufen gebracht, denn es verbindet sich bisher irgendwie nicht. Muss ich mal schauen. Ich tüftel noch daran. Ich treffe mich gleich mit einem Kollegen vom Glückstausch, der hat auch einen Gacha. Ist nicht ganz dasselbe, aber rein theoretisch schon dasselbe. Also frage ich ihn mal, ob er weiß, wie man das verbindet. Und es hat auch ein nettes Armband, also ist schon mal schöner als vom Gacha. Und neues Update scheint draußen zu sein oder wird kommen mit den ganzen Team Rocket Sachen. Also Team Rocket Event wird starten. Falls ihr dieses Video hier seht, das seht ihr erst am Mittwoch. Könnte schon sein, dass Dienstagabend das Event anfängt, also oder angekündigt wurde. Dann ist diese Information dann nicht mehr so neu. Aber wie gesagt, haltet die Augen offen für dieses Gewinnspiel. Und falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, ein Abo und einen Kommentar und aktiviert die Glocke. Muss ich jetzt erstmal los, den Kollegen treffen. Und dann checken wir auch noch ein Zebra-Nest ab und... Und ein paar Quests werde ich auch noch jagen, denn ich habe neue Ziele, neue Quests, keine Ahnung, wieso ich die bisher nicht gejagt habe. Mankey, Schnäppke und Fritzeblitz. Brauche ich noch Shiny? Brauche ich Shiny? Brauche ich 100? Und Shiny? Nee, Shiny nicht mehr, 100. Michaelibad, Ostpark, Alter. Wie lange waren wir schon nicht hier? Aber Ele Seba heißt er, glaube ich. Da ist ein Nest momentan. Wieso nicht? Vielleicht können wir uns einen Lucky 100er ertauschen. So, das war's auch schon wieder. Wir haben nur eine Runde gedreht. Eine große Runde. Das Ostpark-Nest ist immer noch stark. Hier und da ein paar Zebra gefangen. Ich glaube sogar über 10 bereits. Moment. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, über 20. Für die kurze Runde, also eine Runde ist schon heftig. Mit dem Kollegen getroffen, einen Glückstausch gemacht, Shiny Sandan Alola bekommen. Nicht schlecht. Den Regi Eisjahr gegeben, den hatte ich zum Glück öfters vom Wochenende. Guter Deal. Vielen Dank. Und jetzt können wir noch ein paar Quests erfüllen. Leute, los geht's. Erster Cobalion Raid. Eine Menge saftiger Freunde für Interaktion am Start. Muss natürlich sein. X-Raid Arena muss natürlich auch sein. Alle Faktoren erfüllt. Jetzt müssen wir nur noch uns einen 100er gönnen. Erster Raid, direkt 100er. Ich überlege gerade, was war der erste, der frühestmögliche 100er, den ich bekommen hatte. Das war, glaube ich, Dialga. Ne, nicht Dialga, Palkia. Unter 20. Gibt es irgendwas anderes? Ja, Mewtwo, mein dritter, aber das war X-Raid. Oh, Deoxys, mein erster Verteidigungsform. Ne, mein zweiter. Ah, das war auch X-Raid. Und ich weiß die Zahl gar nicht auswendig gerade. Wollte davor noch nachschauen, aber dann habe ich es doch nicht getan. Wie viele sind wir wo? Also mit 3 soll es sehr leicht gehen. 2 ist Hardcore, aber 3 easy. Also kein Problem für uns. Oder für euch besser gesagt. Für mich sowieso nicht. So, geh doch down, Alter. Also dafür, dass wir 11 Leute sind, dauert es aber schon ziemlich lang. Und dann gehen wir auf saftige Quest-Tour. Heute sind eine Menge Quests am Start, die gönne ich mir alle. Muss gegönnt werden jetzt. Ich weiß gar nicht, wieso ich so lange gewartet habe. Shiny Schnäppedeck, nicht Schnäppedeck, Schnäppke, 100er Mankey und Shiny Elevol, nicht Elevol, Fritzeblitz. 21,89. Ist, glaube ich, extrem schlecht. Das musste irgendwas mit. Boah, ich habe keine Ahnung, was mit ist. Aber sieht cool. 21,35, ach so.
What the fuck, da habe ich mich ja mega verschaut. Ich glaube, das geht eh nur in den 70er Bereich. Das heißt, der ist ziemlich schlecht. Achso, nee, Wetterboost. Boah, ich laber so viel. Keine Ahnung. Ah ja, 17 irgendwas war. Na egal. Der ist natürlich sehr leicht zu werfen, vor allem im Vergleich zu Dark Guy. Oha, muss härter werfen. Aber es reicht. Es reicht. Ich schau mal hier ganz schnell, was ein 100er ist. Auf Go Ranger. Für Thumbnail. Die ersten Quests für heute. Zweimal Fritzeblitz. Geben wir uns direkt ein, dann können wir uns den sparen. 411. Relativ hoch. Ich brauche keinen 100er. Ich habe sogar, glaube ich, schon angemaxt. Nee. Weiter geht's. So, zweimal die Menki Quest. 4,99 wollen wir sehen. Nope. Und. Oh, 4,89. Leider nicht ganz. Dann checken wir doch mal zwei Schnäppke. Leider nein. Da brauche ich einen Shiny und ein weibliches 100er. Leider nicht. Ich glaube 380 für 100. Schneller Fritzeblitz-Check. Und? Noch nicht. Ich erinnere mich an die leidenden Pandir-Zeiten. Das kann noch eine Weile dauern bei mir. Triple Mankey. 4,99 Alter. Gib ihn mir. 4,79. Zwei von drei Zahlen richtig. 4,91. Wir nähern uns. Und 4,94, Alter, wir nähern uns echt. Kleine Überraschung, Leute. Shiny Mahalo. Nice. Der ist immer gefragt, den kann ich sicher irgendwo gut vertauschen. Falls er reingehen würde. Oh mein Gott. Nice. Sehr überraschend. Nicht das, was wir jagen, aber nehmen wir gerne mit. Wieso nicht? Sehr, sehr gerne. Okay. Doppel-Shiny-Check. Schnäppke ist es, glaube ich, hier. Leider nein. Und danach haben wir noch zwei Menki und zwei Fritzeblitz. Leider nein. Doppel-Nein, nein. Und Doppel-Menki-Time. Ich glaube, einmal Menki, einmal nicht Menki. War irgendwas trotzdem mit Arena-Gewinn. Arena-Kämpfen gewinnen oder sowas. Und Menki ist ja nur Kämpfe. Genau, Shiggy. Unnötiger Ding. Und 4,99. Shiny, bitte. 4,99 nur. Ne, leider nicht. Wir sind wieder zu Hause, Leute. Ich habe das Video kurz gehalten, denn es war klar, dass irgendwas mit Team Rocket vor der Tür steht. Und gestern kam es dann, gestern Abend, ist aber noch nicht weltweit verfügbar, sondern nur in 4 Städten, wenn ich das mitbekommen habe, richtig. Anscheinend nur in London, Atlanta, Austin und San Francisco. Das sind ja nur 4 Beta-Städte. Und was genau ist am Start? Rocket-Fragmente, Komponenten. Wenn man 6 von denen sammelt, die kriegt man übrigens aus dem Rocket-Shop, dann kann man den Radar aktivieren. Und wenn man den Radar aktiviert, dann sieht man die Bosse, die sind ganz normal an den Rocket-Shops. Blende ich Ihnen nebenbei ein, wie das dann aussieht. Sehr interessant. Und dann kann man dorthin gehen und die herausfordern. Und wenn man die herausfordert, ihr kennt ja die 3 im Moment. Die 3 sind Cliff heißt der eine, glaube ich. Sierra und den anderen kenne ich nicht. Aber die geben jeweils als Belohnung Mauzi, Sneeble und Sichlor. Und jetzt kommt's, das Krasse, die neue Überraschung. Die 3 können Krypto-Shiny sein. Sprich auch Erlöst Shiny. Dazu wahrscheinlich später noch ein Video, weil das ist schon ein großes Thema, über das man sehr viel diskutieren kann. Das zweite Pokémon von Cliff kann dann entweder sein Zandama, Galaxo oder Libeldra. Und das dritte, letzte Pokémon entweder Despotar, Cheltara oder Panferno. Von Sierra, Pokémon Nummer 2 kann Hypno sein, Lapras. Oh, Lapras ist interessant, aber leider können wir keinen Lapras bekommen. Sonst würde ich nur Sierra jagen. Oder Zubiris. Und Nummer 3, Simsala.
Hundemon oder Gardevoir. Vom dritten Kerl, das zweite Pokémon, entweder Gyarados, X-Bart oder Magnezone. Und die sind übrigens schon relativ stark. Das ist ein starkes Lineup. Und die benutzen auch noch ihre Schilder. Also ich bin gespannt, wie schwer die sind. Das letzte Pokémon, entweder Glubak, Dragoran oder Xerox. Und zusätzlich gibt es noch als Belohnung die Steine. Einerstein und Sinnohstein kann man bekommen. Nochmal ein weiterer Anreiz für uns von Niantic, dass wir die machen. Weil wir brauchen ja alle noch die Einersteine. Da hat man bisher auf jeden Fall noch nicht genug. Ist okay, ich meine, ich würde es auch so machen. Und natürlich jetzt der Anreiz, dass die drei Shiny da sind. Shiny Krypto, Sneeble, Sichler und Mauzi komplett neu natürlich. Ich frage jetzt, ob jetzt auch Shiny normal Mauzi da am Start ist, aber müsste eigentlich. Und damit haben wir ja lange spekuliert, dass Shiny Mauzi jetzt zu diesem Event da kommt. Wie gesagt, es ist ein schwieriges Thema, da kann man so viel diskutieren über Shiny Krypto. Weil natürlich heißt es für die ganzen Formensammler jetzt, zum Beispiel hier bei Shiny Sneeble, wir brauchen ein Shiny Sneeble Krypto, Shiny Sneebuna Krypto, Shiny Sneeble erlöst, Shiny Sneebuna erlöst. Das sind nochmal vier extra Formen. Also eine Menge zu tun für die ganzen Formensammler. Für mich heißt es jetzt, dadurch, dass man Krypto nicht mehr tauschen kann, ich brauche ein Shiny Erlöst Lucky Sneeble oder Sneebuna. Was natürlich auch nicht so leicht ist. Und als Nebeneffekt, als schlechter Nebeneffekt, brauche ich keinen Shiny Sneeble mehr. Der ist sozusagen für mich komplett wertlos. Weil was will ich mit einem Shiny Sneeble Glücks, wenn ich einen Shiny Sneeble Erlöst Glücks haben kann. Und das ist das, was mir Sorgen macht, aber mehr dazu in dem Zeppergarten-Video. Ja, ich bin gespannt auf dieses neue Feature. Bin gespannt, wie schwer die sein werden. Werde auf jeden Fall ein paar jagen. Noch ist es nicht bei uns verfügbar, aber wahrscheinlich heute Abend, irgendwann im Verlauf des Tages sicher. Schreibt unten in die Kommentare eure Meinung und freut ihr euch drauf. Wie findet ihr Shiny Krypto und Shiny Erlöst Pokémon? Ist es jetzt zu viel für euch oder gibt euch das erst den richtigen Anreiz, um die Rocket Stops zu machen? Weil viele hatten bisher nicht wirklich die Motivation dazu, weil die hatten keinen Grund dafür gesehen. Und schreibt natürlich unten in die Kommentare, wie euer erster Kobalium so war. Heute ist übrigens Raid-Stunde, 18 Uhr bis 19 Uhr, gönnt euch frei, ich bin wie immer auf Tour. Die Arena-Punkte lasse ich mir nicht entgehen. Kobalium ist jetzt nicht so, ist nicht so toll und die meisten sind nicht gehypt. Vor allem, jeder weiß, der kommt nochmal wieder in Shiny und da kann man dann nachgehen, aber jetzt muss eigentlich nicht sein. Aber Raid-Stunde wird auf jeden Fall mitgenommen. Das war's von mir, Leute, ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon ist serious business.